Dann begrüße ich Jean. Wir haben ein Bild, es wird langsam etwas schärfer. Hi. Moment, ich mache mal eben das Licht ein bisschen anders, dann seht ihr mich bestimmt auch besser. Ja. Ja, dann mache ich vielleicht schnell die einleitenden Worte nochmal. Jean Peters hat ein Buch herausgegeben über seine Zeit mit dem Peng-Kollektiv. Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Klingt so ein bisschen wie ein Lebensratgeber. Ja, du hast den Untertitel vergessen. Bitte? Du hast den Untertitel vergessen. Geschichten aus dem subversiven Widerstand. Subversiven Widerstand, genau. Ja, möchtest du gleich was dazu erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also das ist ein Buch, in dem ich die Geschichten erzählt habe oder aufgeschrieben habe von den Aktionen, die ich mit dem Peng-Kollektiv gemacht habe, also die viele zusammen gemacht haben. Das waren immer mehrere, eigentlich mehr als 100, 200 Leute, die da bei allen Aktionen mitgemacht haben. Eine Recherche habe ich auch mit Korrektiv, dem Recherchezentrum Korrektiv gemacht. Da ging es um KlimawandelleugnerInnen und da haben wir uns da eingeschleust und undercover gearbeitet. Und da erzähle ich davon. Das ist, also hier, ich kann es ja mal in die Kamera halten. Ihr kennt bestimmt alle den tollen Linus, der hat da was hinten drauf geschrieben. Aber sonst ist die eine Geschichte, die euch wahrscheinlich am meisten interessiert, die von Intel Exit. Da hatten wir einen AussteigerInnenverein gegründet. Ich bin nicht so der geborene Vorleser. Ich hoffe, ich werde das irgendwann mal lernen, wenn ich Kinder haben sollte. Aber ich kann, wenn du willst, versuchen, da mal was draus vorzulesen. Ja, natürlich, gerne. Ja. Okay, Moment, Seite 142. Ich mache es ganz kurz, weil ich das sonst einfach spontan erzählen kann. Aber ja, also das Buch ist eben so eine aus meiner Perspektive erzähltes Buch von den Geschichten, die ich da erlebt habe. Wie in jedem vernünftigen Geheimdienstfilm hatten wir uns auf einer Brücke verabredet. Der Hubrechtbrücke in Berlin, die Kreuzung von die Kreuzberg und Neukölln verbindet, 10 Minuten von unserem Büro entfernt. Er bediente das volle Geheimdienstklischee, trug eine Sonnenbrille, die Hände in seine beige, irgendwie teuer aussehende Jacke gesteckt, humpelte er leicht auf uns zu. Das erinnerte mich an Julian Assange, der sich, als er auf der Flucht war, ein Steinchen in den Schuh gepackt hatte, der man mit automatisierter Bewegungsanalyse Menschen an ihrem Gang erkennen könne. Humpelte er deswegen? Wir waren zu zweit gekommen, hatten auf die E-Mail reagiert, die wenige Minuten nach dem Launch unserer Geheimdienstaussteigerinnenkampagne Intel Exit an uns ging. Er sei Agent, sei in Kreuzberg am Görlitzer Park und wolle sich gerne mit uns treffen, so bald wie möglich. Im ersten Augenblick dachte ich, das sei eine Plattenfirma-Agent. Für so unwahrscheinlich hielt ich die Möglichkeit, dass ein Geheimdienstagent sich so schnell auf unsere AussteigerInnenkampagne meldete. Dazu noch einer, der offenbar direkt neben unserem Büro steht, als hätte er nur auf uns gewartet. Das ist wirklich passiert, ja? Also es war völlig irre. Wir haben die Kampagne gelauncht und sofort hat sich jemand gemeldet. Ich war auch nicht paranoid genug, um zu denken, dass wir von Geheimdiensten für so voll genommen werden, dass sie jemanden schicken würden, um uns auszuchecken. Und bei aller Megalomanie hatte ich auch nicht ernsthaft erwogen, dass wir mit unserer Webseite, die GeheimdienstmitarbeiterInnen dazu aufruft, auszusteigen, so schnell erste Aussteigerinnen erreichen würden. Da stand er aber nun, mit Sonnenbrille und Barber, Wachsjacke, in meinem Kiez und fummelte sich eine selbstgedrehte Zigarette zusammen. Wir hatten einen Fake gebaut, der nach 2 Stunden zur Realität wurde. Willkommen in der Welt der Geheimdienste. So, das geht jetzt so weiter. Ich kann auch ganz lange, könnte ich jetzt versuchen, mein Vorleseskills zu trainieren. Aber im Endeffekt war das, würde ich schon sagen, eine der krassesten, aufregendsten Zeiten meines Lebens, diese Geheimdienstgeschichte. Ne? Weil wir haben, wie gesagt, ein Fake gemacht. Also, beziehungsweise wir haben da was ins Rollen gebracht. Wir haben gesagt, wir sind Intel Exit. Haben natürlich darauf geachtet, dass wir, falls sich jemand meldet, wir keinen Scheiß machen. Also, dass wir hatten so ein Safe, dann 350 Kilo Safe, da hatten ein paar
Leute aus dem CCC-Umfeld uns beraten und gesagt, wie man das am besten macht. Ein mechanischer Safe, weil die digitalen viel zu leicht zu knacken sind. Und dann habe ich gelernt, wie man das mit den Zahlen da macht. Da hatten wir zwei Airgap-Laptops drin und wir hatten USB-Schlüssel um den Hals, damit wir eben da alles richtig machen mit den Keys. Und falls sich jemand bei uns meldet, wird es zumindest nicht an uns liegen soll, dass sie dann auffliegen. Und ja, und dann hat sich tatsächlich jemand gemeldet, haben sich mehrere Leute gemeldet. Dieser erste war auch der, den ich am längsten begleitet habe, wo der wollte dann irgendwann mit der Presse reden. Dann haben wir den mit der Presse vermittelt, wir haben den eine Anwältin besorgt, wir haben sogar medizinische Versorgung besorgt. Und ich wusste aber die ganze Zeit nicht, ist der da, um uns auszuleuchten? Also ist der eigentlich sozusagen, spielt er eine Rolle? Und genauso wusste er nicht, sind wir eigentlich von der CIA, sage ich mal, ne? Sind wir ein Honeypot? Und so ging das wie jedes Gespräch wie so einem kalten Krieg, aber auch nur sehr professionell. Also wir haben das auch ausgesprochen und gesagt, ich weiß nicht, wer du bist und du weißt nicht, wer ich bin und wir wissen nicht, wer du denkst, dass ich denke, dass ich denke, wer ich bin. Und dann, das war sozusagen eine der Geschichten. Wir haben von der Kampagne her, wir haben ganz viele Sachen gemacht. Wir haben zum einen den Kölner Verfassungsschutz mit der Verfassung, also den Bundesverfassungsschutz mit der Verfassung plakatiert und dann, und einfach nur um ein Foto davon zu kriegen, wie die Verfassungsschutzmitarbeiterinnen die Verfassung zerreißen, ne? Weil klar war, die kommen raus und reißen die sofort ab und reißen die in Stücke. Das hat auch super funktioniert. Das war aber so ein Gag quasi, Mediengag, und dann haben wir einen Truck gemietet, mehrere Trucks gemietet. Das war dann auch so ein Geschenk des Kapitalismus. Mit ein paar Klicks und ein bisschen Geld kann man in den USA einen Truck mieten, der dann um die NSA fährt, mit AussteigerInnen-Werbung. Da durften wir aber keine Fotos, also war ein Fotograf dabei, der hat Fotos gemacht vom Truck vor der NSA, die mussten alle gelöscht werden. Das heißt, wir hatten nur welche vom Truck, ja. Nicht der, wie er gerade darum herumfuhr. Und wir hatten aber auch einen vom GCHQ und dann hatten wir noch ein paar andere Werbeträger in Darmstadt, in Mannheim, also vor den NSA-Zentralen in Deutschland oder den Militärgebieten, die da waren, vor der US-Botschaft, vom BND, dem neuen und dem alten Gebäude in Lichtenberg und so weiter. Also wir haben da sozusagen eine große Werbekampagne fingiert. Wir haben behauptet, die sei weltweit jetzt eine große AussteigerInnen-Kampagne und haben so einen Scheinriesen aufgebaut. Das haben wir irgendwie schön durch die sozialen Medien geballert und hatten eine Webseite mit AussteigerInnen-Werbung. Ja, und dann kamen halt die Leute auf uns zu und dann gab es auch sehr viele Artikel. Und wir haben halt, also in der Zeit muss ich auch sagen, ich habe da selber so sehr dran geglaubt, ja, dass die Interviews auch, die wir geführt haben, auch überzeugend waren. Also das war für mich ein Stück weit nicht nur Fake. Wir haben über ein Jahr recherchiert daran. Ich bin nach New York geflogen, habe mich mit verschiedensten Leuten getroffen, von irgendwie Ben Wisner, dem Anwalt von Snowden, über verschiedenste Freaks in New York und in London, mit denen wir überlegt haben, wie können wir eine internationale, geheimdienstkritische Szene aufbauen, sozusagen das Greenpeace für Geheimdienste. Und das ist dann daraus geworden, das ist dann nicht passiert, aber immerhin, ja, hatten wir dann irgendwie eine konzentrierte Aktion. Und am letzten, dann hatten wir noch eine Pressekonferenz, das steht alles in dem Buch drin, und das ging, am letzten Tag haben wir dann eine Drohne geflogen, also letzter Tag der ersten Woche, der Kampagnenwoche, haben wir eine Drohne über die NSA geflogen in Darmstadt. Da gibt es auch ein Video von, und die hat dann die Flyer abgeworfen. So wie die es im Irak machen, haben wir die aufgerufen, kommt zurück in Demokratie. Und genau, und das ging auch so weiter. Und dann irgendwann haben wir ein Callcenter gebaut, Call a Spy, und da über 30.000 Telefonnummern gesammelt von verschiedenen AussteigerInnen. NSA Durchwahlen. Also das war von CIA, NSA. CIA war nicht dabei. Es waren verschiedene Leaks. Es war DHS auf jeden Fall. Und Verfassungsschutz in Deutschland, BND, Kanada Geheimdienst, also verschiedenste Geheimdienste haben wir zusammengefunden. Am Ende hatten wir eine große Datenbank mit um die 30.000 Telefonnummern und da konnte man
direkt anrufen und mit, das war per Zufall dann, mit wem man verbunden wird und man konnte dann mit denen reden und sich unterhalten über Ausstiege. So, ja, also das war jetzt so einmal grob durch die Kampagne, da ist natürlich links und rechts noch ganz viel explodiert und passiert und so, aber das war jetzt eine dieser Kampagnen, die in dem Buch. Ja. Also gerade die Kampagne habe ich damals mitgekriegt, diese Geschichte mit den Drohnen fand ich großartig. Ja, weil es einfach so, wir schießen mit denselben Mitteln zurück, aber die Drohnen sind mit Flugblättern bewaffnet und nicht mit Hellfire-Raketen. Aber das machen die auch. Also die machen auch Flugblattabflüge, Abwürfe, ne? Also das ist sozusagen... Das gab es ja, glaube ich, schon im Ersten, Zweiten Weltkrieg, oder? Das ist ja klassisch. Nee, das machen die auch noch regelmäßig. Es geht einfach um Demokratie, Informationen, ja? Also ja, jetzt, okay. Liebe Zivilbevölkerung, ja. Ihr sollt bitte jetzt fliehen oder sollt dieses machen oder jedes machen. Was mich interessieren würde, gab es denn bei den Geheimdienstlern, mit denen ihr telefoniert habt, gab es da Selbstzweifel? Nein, es gab Amüsement, also gerade beim Verfassungsschutz. Es gab tatsächlich einen Verfassungsschützler, der, also du hast einfach, man merkt an so einem Zögern manchmal, ne? Wenn man dann so redet und freundlich redet und wirklich irgendwie, und der dann, in meinem Fall, da hat er gemerkt, was sind das denn für Hintergrundgeräusche? Wir hatten das in einem auf einer Journalistinnenkonferenz gestartet. Das war eine investigative Journalistinnenkonferenz. Da hatten wir eine Kunstausstellung gemacht und dort war das eben Teil davon. Das heißt, es war geschützt einmal durch die Meinungsfreiheit Journalistinnenkonferenz und dann Kunstfreiheit, weil es ein Kunstobjekt war, ja. Juristisch gesehen. Und der meinte dann, was sind das denn, was höre ich denn da im Hintergrund bei Ihnen? Und dann, ich meinte, ja, ich bin hier gerade auf einer Konferenz und ich bin in dieser Telefonzelle und habe Sie angerufen, weil das ist das Projekt. Aha, sagt er, warum denn? Und so, und fragte nach und so. Und dann war das irgendwie, war der erstmal amüsiert und dachte, das ist ja interessant und was ist das denn für ein Ding und warum ist meine Nummer da gelandet und so weiter. Und der war ein ganz korrekter Kerl, ja, der war jetzt, glaube ich, kein klassisches Macho-Nazi-Arschloch, vielleicht war er irgendwie ein bisschen rechts, ich weiß es nicht, haben wir nicht drüber geredet. Aber in dem Augenblick, wo ich dann sagte, jetzt hören Sie, ich, ganz ehrlich, die Frage, haben Sie nicht manchmal ethische Probleme, wenn Sie sehen, was für Grenzen auch Kolleginnen überschreiten und so weiter und so fort? Dann kam halt erstmal 10 Sekunden keine Antwort, ja, also dieses Momentum von, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, genau. Also nicht so, hören Sie mal, was wollen Sie denn jetzt hier? Ja? Und ich glaube überhaupt dieser, also wenn mich jemand anrufen würde und das fragen würde, würde ich sagen, hey, wer bist du denn? Verpiss dich. Und aber dass da man mal kurz sozusagen das einen berührt auch, ne? Das ist doch ganz schön. Und wenn das massenhaft passiert und ganz viele Leute anrufen, ja, das hoffe ich, hat ein bisschen was gebracht. Ja. Auf der menschlichen Ebene. Ja. Ihr habt ja ganz unterschiedliche Aktionen gemacht, in unterschiedlichste Organisationen angegangen. Da gab es Vattenfall, da gab es Shell zum Beispiel von den Energieriesen her. Dann habt ihr eine sehr schöne Geschichte mit dem Jobcenter gemacht. Deutschland sagt sorry, war das, glaube ich. Wie wählt ihr die Sachen aus? Ist das was, wo ihr sagt, oh Mensch, das sind Sachen, die gehen uns schon ganz lange auf die Nerven, da muss man endlich mal was machen? Oder ist das so eine spontane Geschichte, so okay, das ist jetzt der Öltropfen, der das fast zum Überlaufen bringt? Oder wie wählt ihr da eure Projekte aus? Es gibt eigentlich so drei Hauptgründe. Also das eine offensichtliche ist, es sind Themen, die sind so schwerwiegend, dass wir das Gefühl haben, dafür, dass sie so schwerwiegend sind, gibt es sehr wenig Lobby oder auch sehr wenig, vielleicht gibt es eine Lobby, aber nicht viel Medien, was soll ich sagen, Kampagnen oder irgendwie sozusagen populäre, fette Interventionen oder ja, das überall präsent ist. Ne? Und das ist ja zum Beispiel Geheimdienste, das ist zum Beispiel Hartz IV, also Armut ist ein ganz schwer zu vermittelndes Thema. Und das hat kommunikativ damit zu tun, dass es voller Scham ist, dass es man hinguckt und sich denkt, oh, ich fühle mich schlecht, was soll ich denn machen? Und dann gleich was von, entweder man ist selber betroffen und dann will man damit auch nichts sozusagen in der Öffentlichkeit machen. Oder man sieht das und denkt sich, ach komm, ich spende schnell was und hau ab. Ich will mich damit auch nicht befassen. Und das ist das Thema Hartz IV und Armut ist echt schwer zu knacken.
Waffenexporte ist auch so ein Ding, das ist einfach erstickend, wenn man das Gefühl hat, da kann man eh nichts machen, da sind alle gegen und es passiert trotzdem. Geheimdienste, da steigt man ein und hat sofort Angst, weil man merkt, scheiße, die Demokratie ist eigentlich schon weg. Also das ist so erschreckend, dass man da eigentlich nach jeder Krypto-Party nur ein bisschen paranoider geworden ist. Und diese kommunikativen Effekte, ja, also da du hast ja kein Robbenbaby, dass du dann denkst, ach Mensch, das möchte ich beschützen und dafür gehe ich jetzt auch in die Baumgruppe von Greenpeace und lese mit Leuten Baumliteratur oder so und engagiere mich auf dieser Ebene. Das gibt es in vielen Bereichen nicht. Also das heißt, eins der wichtigsten Themenfelder würde ich sagen, was gibt es, wo es noch zu wenig gibt? Also ich würde zum Beispiel als nächstes gerne was zu Amazon machen, Gig Economy. Das ist so riesig und wir haben Gewerkschaften, die das, wie ich wahrnehme, total verpennen, da irgendwas zu machen. Die sind noch im irgendwie SPD-Filz verfangen und denken über Kohle nach. Ich weiß es nicht, was die Gewerkschaften machen. Ich sehe nichts zu Amazon, also viel zu wenig, ja. Ist ja nicht nur Amazon, das ist ja auch der komplette, also Gig Economy, die komplette Liefergeschichten, die ja jetzt alle geboomt sind im letzten Jahr. Ob das DHL-Fahrer sind oder ob das irgendwie der Pizzaradler ist und irgendwie wie viele verschiedene Anbieter gab es, die sich gegenseitig aufgekauft haben, die sich gegenseitig ausgetrocknet haben, was ist davon übrig geblieben und inwieweit wäre es denn mal möglich, da tatsächlich eine Gewerkschaft zu gründen? Also ja, und in den USA passiert da gerade ziemlich viel, in Deutschland, Europa noch relativ wenig. Es gibt ja noch andere Probleme, also in Griechenland ist es zum Beispiel so, dass die ganzen LieferfahrerInnen waren, das war eine gute Lücke für die Illegalisierten, einen Job zu haben, weil ich dann auf deinem Ticket relativ easy Geld verdienen konnte. Also das konnte man sich halt weitergeben und dadurch konnten auf einem Ticket mehrere Leute arbeiten und das wird gerade reguliert von Gewerkschaften und dadurch fällt diese Möglichkeit für die Ärmsten der Ärmsten weg. Also es gibt sozusagen mehrere Dimensionen, die da auch wichtig zu analysieren sind, aber gut, also nur um zu sagen, eine der Themen ist, wo müsste man mal? Da müsste man doch mal. So, ne? Und das andere ist eine Gelegenheit, uns ruft jemand an, sagt, ey, ich habe euch hier im Livestream gesehen und übrigens, ich arbeite bei Mercedes-Benz und nächste Woche machen die irgendwie in Berlin so eine Sauerei, da sollt ihr unbedingt hingehen. Ich gebe euch Insider-Informationen. Das ist bei der AfD passiert, das ist bei Shell passiert. Also auf dieses Tempodrom-Ding sind wir nicht selber gekommen, wo wir eine Ölfontäne gemacht haben. Auf der Bühne von Shell, da hat uns jemand gesagt, geht mal hin. Das war natürlich online zu finden, aber wir wären nicht drauf gekommen. Also so Hinweise. Und das Dritte ist, dass man selber betroffen ist, ne? Dass es sozusagen etwas gibt, wo man selber drinsteckt und sich denkt, boah, da bin ich sauer, da will ich was zu machen und da bin ich einfach richtig wütend. So. Und Und wenn wir das aber dann nicht selber betroffen sind, dann gehen wir natürlich auf Leute zu, die betroffen sind und versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist so dann der Weg, sage ich mal, der Gutes. Das ist auch eine Sache, du hast das Manifest genannt im Anschluss an dein Buch, wo genau sowas auch drinsteht. So, wir machen nichts im Namen von anderen Leuten, ohne sie vorher oder ohne sie wirklich mit einzubeziehen. Genau, ja, genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch eine der Sachen, die beim Zentrum für politische Schönheit mit dieser Säule da, mit der Asche schiefgelaufen ist, dass sie vorher nicht auf die Idee gekommen sind, mit Leuten zu reden, die das betrifft, und dann natürlich das um die Ohren geflogen ist, weil die nicht die Sensibilität hatten, zu merken, dass das sehr viele Leute in ihrer Trauer auch verletzt. Und das kann man das ist ein ganz einfacher Trick, ja. Red mit Leuten, die betroffen sind. Am besten nimm sie in die Kerngruppe auf. Also das steht auch im Manifest, sage ich, nicht nur mit denen reden, sondern am besten in die kreative Kerngruppe. Und das führt natürlich gleich dazu, dass gibt es auch verschiedene Organisationen, mit denen ich drüber geredet habe, die sagen, oh Gott, wie sollen wir das denn machen, ja? Wie wollen wir denn irgendwie Obdachlose in unsere Kerngruppe aufnehmen oder wie wollen wir Geflüchtete in unsere Kerngruppe aufnehmen? Und das ist vielleicht schwieriger, wenn du so ein, weiß ich nicht, ein akademischer, studierter Weißkragen-Gruppe, Boys-Gruppe bist, die irgendwie gewohnt ist, Wein zu süffeln und dann über Obdachlose zu reden oder über Geflüchtete, dann musst du erstmal irgendwie umdenken, aber das mach das mal. Also ich glaube, das bringt, dann kommen ganz neue Perspektiven ein und
Und die Kampagne wird am Ende auch runder. Ja, also ja, nicht jeder und jede sollte da, funktioniert da natürlich, also nicht jede Person, die, da muss man ein bisschen suchen, ein bisschen sich auseinandersetzen, aber es geht. Man kann mit Betroffenen immer gut zusammenarbeiten. Ja, bin sicher, dass jede Menge Recherche reingeflossen in eure Sachen als erstes Mal. Man muss ja wirklich den Gegner dann auch gut kennen. Ja. Was ich persönlich sehr interessant finde und was vielleicht auch naja, so den Bogen ein bisschen zum Digitalen spannt, ihr nennt euch selber oder ihr werdet als Mediengerilla, Kommunikationsgerilla bezeichnet. Ihr baut komplette Kampagnen online, die einfach glaubwürdig sind. Und ich habe gesehen, ihr bietet da sogar Workshops für an. Ja, man kann uns buchen, ja. Das, wir sind, also wir machen das ganz, tatsächlich gar nicht so oft. Also es ist nicht jetzt etwas, was jede Woche gebucht wird, eine Kampagne für zivilen Ungehorsam oder wie man Identitäten fälscht, um sich Zugang zu schaffen, irgendwohin, ja, also Social Engineering und so. Aber je nach Gruppe bieten wir es an, natürlich nicht für alle. Das ist, also ich meine, Kommunikationsgerilla hat eine lange Tradition, ne? Das weißt du ja selber. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus, wie ich verstanden habe. Und das ist, ich habe gehört, eine der, das würde ich auch unter Kommunikationsgerilla zählen, in Berlin 80er Jahre gab es ja diese Piratensender, oder? Wo man geguckt hat, also man durfte nicht senden mit so einem Piratensender, hat es dann irgendwo aufgestellt. Und relativ schnell, nach ein paar Stunden, hat dann die Polizei das Spitz gekriegt und dann kamen die an und haben die Antenne abgebaut. Ja, und das war natürlich immer scheiße für die Leute, die es aufgebaut haben. Und dann haben die eine Bombendrohung gemacht. Die haben so einen Pappkarton genommen und da die Antenne reingetan, schön gesendet und dann an der Stelle eine Bombendrohung gemacht. Und dann kam halt die Polizei, hat das alles abgesperrt und halt Stunden erstmal gebraucht, um überhaupt, die konnte halt nicht einfach hingehen, die Antenne abmachen, weil die dachte, da ist eine Bombe drin. Deswegen konnte die einfach stundenlänger senden. Da haben die aufgemacht und dann waren da ein paar Schokoküsse drin und die Antenne und auf Wiedersehen. Und dieses riesen Bombenkommando, das ist natürlich eine sehr subversive Form der Kommunikationsguerilla, die auf mehreren Ebenen spielt, ne? Die Polizei verarschen, dabei senden können und kommunizieren können. Aber eine andere Form, also das Einfachste, womit man Kommunikationsguerilla beschreiben könnte, ist, dass man die Position der Person, die spricht, einnimmt, aber austauscht. Also ich gehe jetzt zum Beispiel als du hin oder als Chaos Computer Club und sage, ich will eine Totalüberwachung. Das ist natürlich jetzt eine rechte Kampagne, ja. Aber dann fragen sich die Leute, warum will denn der, also vielleicht was ganz Konkretes, ja. Wir sprechen uns jetzt für Trojaner aus, weil die für die Sicherheit unseres Landes sorgen, keine Ahnung. Und dann würden alle sich denken, warum sagen die das jetzt? Und dann sind da aber vielleicht ein paar Argumente drin, die total schlagkräftig sind. Und dann denkt man sich, so habe ich es aber noch nicht gesehen. Was denke ich denn eigentlich dazu? Und das führt viel mehr dazu, als wenn man sagt, wir sind hier, ich bin Thomas de Maizière und ich bin für Trojaner und ich bin der Chaos Computer Club und ich bin gegen Trojaner. Da hat alles seine Ordnung. Man sieht das so aus der Ferne in den Medien und denkt sich, denke ich jetzt nicht mehr drüber nach. Aber in dem Augenblick, wo man so eine Irritation reinbringt, dann ist man automatisch wacher und will das irgendwie besser verstehen und versucht das einzuordnen, merkt vielleicht, das ist ein Fake, das ist Quatsch, das waren die gar nicht. Aber man hat es irgendwie gerafft und dadurch, denke ich, ist das am Ende eine sehr demokratische Form der Kommunikation, weil alle dazu aufgefordert sind, selber zu denken und sich nochmal neu zu positionieren. Ja. Ja, das sind ja so ein bisschen die Diffnords, die einen einfach, wo man mal stolpert und den Satz nochmal liest und sich überlegt, Moment, aus welcher Ecke kommt das? Ja. Eine zweite Sache, die jetzt vielleicht heute ein bisschen noch eine andere Nummer ist als in den 80ern, die Medien oder Verwendung von Medien und sowas, das ist natürlich auch eine Frage der Reichweite, oder? Also dass ihr versucht, möglichst viel Reichweite zu generieren, möglichst viele Leute anzusprechen. Ja, das ist auch ein Punkt im Manifest, dass man nicht unter dieser Klickisierung oder wie auch immer man Viralisierung und alles nur noch darauf sich dem unterwerfen sollte, wenn man Kampagnen macht. Also wenn das nur noch danach ausgerichtet ist, dann werden das ganz schnell ganz lahme Kampagnen
Oder eben auch sehr destruktive Kampagnen, wo es nur noch darum geht, Aufmerksamkeit zu erhaschen und zu provozieren und zu der Provokation wegen, ohne wirklich politischen Gehalt, beziehungsweise eine ganz vage politische generalisierende Aussage, damit man möglichst viele Unterstützerinnen und Spenden kriegt und so weiter. Also da wäre ich ganz vorsichtig, wenn es darum geht, aber natürlich nutzen wir die aktuellen Möglichkeiten der Kommunikation. Also wir sind jetzt nicht bei Flyern geblieben, sondern haben gesagt, wir benutzen soziale Medien wie alle anderen. Ja. Ja. Ja, bei Flyern fällt mir ein, es gab da eine schöne Aktion, als das Haus in der Yorkstraße geräumt werden sollte. Hatten plötzlich alle Nachbarn vorher Flugblätter im Briefkasten mit dem Original BSR-Logo und dem Hinweis, dass man doch von dem Tag A auf Tag B seinen Sperrmüll vors Haus stellen kann, mit dem die dann einfach mal die Barrikaden gebaut haben, weil sie kein Material hatten, hatten sie gesagt, komm, wir brauchen Material aus der Umgebung, wir werfen das mal in die Briefkästen und das hat wohl auch sehr gut funktioniert. Und da hat es halt auch gereicht, ein Logo zu kopieren und vielleicht den Stil so ein bisschen rüber zu kriegen und ich finde das sehr interessant, wie leicht man manchmal doch Identitäten von anderen Leuten annehmen kann. Der alte Sperrmülltrick. Ja, Freunde von mir hatten auch, ich darf ja nicht sagen, dass ich selber dabei war, die Bio Company in Neukölln eröffnet hat und das war sozusagen, als Neukölln noch nicht so gentrifiziert war, aber das war so ein Moment von, okay, jetzt ist der Bioladen auch noch da. Ne? Da hatten die Flyer überall verteilt in den Häusern und gesagt, ihr dürft wir sind jetzt neu hier und wir wissen ja und es tut uns leid, dass ihr jetzt hier verdrängt werdet und so. Wir wollen aber ein gutes Nebeneinander. Die haben nicht gesagt, wir wollen gutes Miteinander, wir wollen ein gutes Nebeneinander hier im Kiez. Also die Wortwahl war auch sehr schön aggressiv und wir laden euch jetzt deswegen ein, ihr habt einen Gutschein für 15 Euro. Und dürft irgendwie in diesen 10 Minuten am dem und dem Tag den Eintausch bekommen. So dass dann halt alle aus dem Kiez mit diesem Gutschein in den Bioladen gegangen sind, inklusive meiner Freunde, und dann das zu einer riesigen Klauorgie wurde, weil erst irgendwann die Schlange so groß war und die Kasse sagte, wir wissen nichts von so einem Gutschein. Haben halt die ersten gepöbelt und geschrien und irgendwann waren halt alle, haben die so eine Stimmung gemacht, dass einfach alle rausgegangen sind mit dem ganzen Essen. Das war auch wieder ein Flyer, mit dem man das dann organisiert hat, ja. Also Flyer sind nicht lustig. Ihr habt ja auch mal die Kampagne gemacht, dass Deutschland geht klauen. Ja, haben wir auch. Genau, fand ich auch sehr interessant. Erklär das am besten selber. Ja, also das haben wir aufgerufen zum Diebstahl, ja, aber nicht einfach nur, weil Diebstahl geil ist und das irgendwie 1 der 10 Gebote ist und wir irgendwie deswegen meinen, wir müssten das brechen, sondern weil in dieser Geschichte, also in der Aussage, Deutschland geht klauen, die Doppeldeutigkeit deutlich werden sollte. Also Deutschland als System ist auf Diebstahl angelegt, weil wir die Rechte der Arbeiterinnen im globalen Süden die ihrer Grundrechte berauben. Ja, wir berauben sie ihrer Menschenwürde, ihrer Menschenrechte und Arbeiterinnenrechte und so weiter. Also wenn man sich das anguckt, verschiedene Produkte haben wir rausgenommen, hatten einen Webshop. Und dann konnte man in den Supermarkt gehen und gezielt, das war unser Angebot, du gehst dahin, klaust dann Tomaten, Wein, Schokolade und Orangensaft oder so und dann kannst du bei uns im Webshop das bezahlen. Also du klaust das, bezahlst bei uns und wir spenden es dann direkt an die Gewerkschaft der Frauen, die im Weinanbau in Südafrika oder nach Ghana für die Schokoladengewerkschaft oder nach Italien zur Tomatengewerkschaft und so, wo da auch mafiöse Zustände sind. Also wir haben dann und dann mit denen kooperiert, eben mit den Betroffenen. Es war viel Arbeit, auch mit denen zu reden, das irgendwie zu gucken. Manche haben gesagt, die wollen nicht öffentlich genannt werden. Das gefährdet uns mehr. Wir hatten gestern, vor einer Woche wurde gerade mein Kollege erschossen, weil der gewerkschaftliche Arbeit gemacht hat. Lass uns mal ein bisschen hier ruhen und so. Aber klar, die Spenden nehmen wir. Und andere haben gesagt, ey, ich gebe auch Interviews, super gern. Und das war also so unterschiedlich. Und
Ja, und dann haben wir diesen Aufruf zum Diebstahl gemacht mit irgendwie lustigen Videos, sehr trashigen Videos, und ich finde, es hat Spaß gemacht, aber das ist natürlich in Deutschland, wo Clown zu den 10 Tode oder was den 6 Sünden oder so gehört. 10 Gebote, ich kenne mich da im Christentum nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist es sehr christlich, nicht zu klauen. Und Eigentum ist ja auch eine lang bürgerlich eingepflegte Idee. Da waren die Leute sauer. Also das haben die viel, haben sich dagegen gegrämt, und viele haben es dann aber auch positiv reflektiert und gesagt, oh, so einfach ist das hier gerade nicht. Und dann war es irgendwann ziemlich groß in den Medien mit Jeffrey Sachs von der UN, der darüber das kommentiert hat und so. Also es hat irgendwie eine ganz andere, es war nicht am Anfang buff, sondern es war irgendwie erstmal so und irgendwann in den großen Medien. Das ist ganz interessant, die entwickelt sich immer unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen was reingekommen an Spenden für die Gewerkschaft? Viel zu wenig. Also es war symbolisch. Da sind irgendwie 2000 Euro oder so reingekommen. Okay. Also der Effekt war jetzt leider nicht so, dass ganz Deutschland angefangen hat zu klauen. Ich glaube, täglich ist das, was durch Ladendiebstahl entsteht, der Schaden, es liegt bei irgendwie Millionen. Also das ist ja, war nur ein ganz kleines symbolisches Sümmchen, was wir dann verteilen konnten. Ja, sehr viel Arbeit. Wie du schon sagtest, es geht ja darum, die Leute dazu zu bringen, drüber nachzudenken und zu überlegen, wo das Geld dann eigentlich hingehen sollte. Ja, genau. Ja. Ja, willst du noch was erzählen? Ich habe jetzt keine Fragen hier bekommen über unsere Rückkanäle. Nö. Euch schlecht nach den neuen Plänen fragen, glaube ich. So, normalerweise ist das so ein Klassiker. Ja, was habt ihr dann als nächstes geheim vor? Streng geheim. Also ich fände es super, was für Amazon zu machen. Ja, wenn das ihr irgendwer sieht und selber dort arbeitet oder sagt, dass vor allem die Sicherheitssysteme dort mal zu hacken und vielleicht, die haben ja auch so kleine Roboter, die da rumfahren und mit KI die verschiedenen Regale zu den richtigen Facharbeitern bringen, damit die ihre Lieblingsregale einräumen und so. Also das sind irgendwie ganz komische Sachen, die da drin haben. Das mal versuchen, irgendwie damit zu spielen. Wer da Lust hat, melde sich gerne. Oder generell Amazon Ideen hat. Was wir sonst gerade in der akut planen, darüber kann ich natürlich nicht reden. Mhm. Aber dass man spenden soll, darüber kann ich reden. Auf jeden Fall, man kann Penguin werden, habe ich gesehen. Es gibt da verschiedene Levels von Penguin, um im Kabinett mitzumachen. Na, zahlst du mehr, bist du mehr. Dann genau. Kleinen Logo mit eigenem Namen auf der Webseite machen. Genau. Ja, das ist wie bei den Videospielen. Man zahlt, um schicker auszusehen. Ja. Das sind rein dekorative Geschichten, aber man macht das trotzdem gerne. Ja. Ja, genau, das ist pen.gg, eure Seite. Da kann man vor allem die ganzen alten Kampagnen nochmal nachschauen. Sehr gut dokumentiert, finde ich. Schöne Videos dabei, weiterführende Links. Und ja, dann halt das Buch nochmal in die Kamera. Kann ich auch nur empfehlen. Ich fand es sehr interessant zu lesen. Auf diesen Punkt wäre es gar nicht so eingegangen, wo ich sagte, wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Was einmal so ja, leicht frustriert klingt, aber muss ja. Fand ich auch sehr interessant. Der Punkt ist ja, nee, das ist nicht muss. Ja, das ist ja, die Überlegung ist, wir haben ja so 1,5 Grad oder als Ziel, ne? Da dürfen wir nicht überschreiten. Oder wir haben bestimmte Punkte, wo wir denken, also Geheimdienste in dem Augenblick, wo die alle Gesichtsdatenbanken miteinander austauschen, europaweit oder weltweit, dann ist es irreversibel. Dann können wir diese Daten nicht mehr zurückschöpfen. Ne? Dann sind die gespiegelt und geteilt und dann haben wir den Salat, ja. Und es gibt so solche Sollbruchstellen, wenn die Polkappen abgeschmolzen sind, dann ist scheiße, da haben wir verkackt. Da hat die Industrialisierung einfach so viel CO2 in die Luft gepustet, das ist nicht mehr zurückzudrehen und dann eskaliert das. Und mein Denken war lange geprägt davon, zu denken, ja, das müssen wir aufhalten. Und wenn das nicht passiert, dann ist Armageddon, so, weißt du, dann ist irgendwie alles zu spät. Und das ist ja nicht so, sondern dann, wenn das, also
ich glaube ehrlich gesagt, das wird passieren und ganz viele solche Kipppunkte werden in den kommenden 30 Jahren eintreten. Und dann müssen wir die sozialen Kämpfe erst recht verschärfen. Dann müssen wir gucken, wie wir Leute verstecken. Dann müssen wir gucken, wie wir uns solidarisch miteinander organisieren. Also sozusagen ein Preppertum entwickeln, in dem wir nicht mit Waffen rumlaufen, sondern mit Solidarität. Also wo wir lernen, Konsensentscheidungen zu treffen, wo wir lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen und für sich selbst. Also auf eine ganz andere Art und Weise handeln, als wir es gerade jetzt tun, wo wir notfalls immer noch Hartz IV machen können und weiß ich nicht, bei Mama, Papa auf der Couch oder irgendwie wird es schon klar gehen. In manchen Fällen, hier gibt es auch natürlich weit verbreitete Armut, das will ich gar nicht abstreiten. So, also, aber es gibt gerade noch so in Deutschland ein Rechtssystem, ein Sozialsystem, was viele Menschen auffängt und wenn das zusammenbricht, was dann? Dann müssen wir halt trotzdem kämpfen. Und dann geht's also, und darauf ist es gemünzt, ja. Und mit den Inhalten versuche ich ein bisschen zu erzählen, wie es auch Spaß machen kann, aber versuche dann durch die verschiedenen thematischen Komplexe zu führen. Ja? Die, ohne zu sagen, wie scheiße ist die Welt, sondern hey, komm, lass mal weitermachen. Ja. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank. Danke dir. Und irgendwann sieht man sich hoffentlich mal auch wieder im realen Leben. Absolut. Bis dann. Mach's gut. So, das war der 105. Netzpolitische Abend. Danke fürs Zuschauen. Nein, es war der 104. Netzpolitische Abend. Der 105. Netzpolitische Abend kommt. Und zwar am 4. Mai. Und, bitte? Am 4. Mai, am 4.5., der 105. Netzpolitische Abend. Und da freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, auf Wiedersehen, so long.